Schon mal ein bisschen ausprobiert, wie es auf der EM-Strecke ist, falls sie denn kommen wird. Erzählt mal ein bisschen, wie war es denn? Andrea? Sehr anstrengend, weil dort haben wir natürlich auch die Möglichkeit, mehr als nur 60 Minuten mal zu paddeln und das merkt man dann doch. Und es sind natürlich auch sehr, sehr viele Walzen, das heißt, das Paddeln ist hier schon ist dort ein bisschen was anderes als hier in Magdeburg. Und da muss man sich die ersten Einheiten immer dran gewöhnen und zum Schluss läuft es dann doch ganz gut, aber man muss sich teilweise noch mehr konzentrieren, da immer über die Walzen zu bleiben. Franz, kannst du noch ein bisschen was zu der Strecke ein bisschen mehr erzählen? Vergleichsweise vielleicht mit einer anderen? Also Prag ist ja unsere zweite Heimstrecke, kann man sagen, aufgrund der Nähe, die es eigentlich gibt. Das sind 2,5 Fahrstunden oder 3 Stunden. Und von daher kennen wir die Strecke schon ganz gut. Die haben jetzt ein paar Umbauten vorgenommen. Das tut der Strecke auch ganz gut, einfach weil es nach sag mal 15 Jahren gleichbleibender Strecke kann man da ruhig mal auch eine Änderung reinbringen. Da haben wir ein bisschen dran trainiert und sind eigentlich gespannt, dann wieder bei der Europameisterschaft das Ganze noch aussehen wird mit der Strecke auch zu erleben. Wie ist so das Gefühl? Freut ihr euch, dass doch ein paar Wettkämpfe noch in Aussicht sind in dieser Saison? Ja, na klar. Also die Europameisterschaft wird ja sozusagen das Highlight dieses Jahres. Und wir hoffen natürlich auch, dass viele Nationen teilnehmen werden. Also die Briten und die Slowaken haben zwar schon gesagt, sie nehmen nicht teil. Und in den anderen Ländern ist gerade die Situation auch nicht gerade entspannt. Deswegen sind wir da alle interessiert, wie das sich entwickelt. Aber so an sich ist es natürlich trotzdem ein herausragendes Event, weil es hochkarätig ist, sozusagen von der Teilnehmerzahl hoffentlich und auch von der Leistung, die wir vertreten sein. Und Andrea, für dich, wie ist es für dich? Das wird ja dein erster Wettkampf nach deinem großen Weltmeistertitel sein. Naja, wir hatten ja schon einen Wettkampf in Australien, in dem wir mitgefahren sind, auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht erzählen mag. Ja, also ich freue mich schon auch drauf, vor allem als so eine Leistungsüberprüfung von dem ist, was man jetzt den Sommer über gemacht hat. Und dann kann man schon mal gucken, wo man so grob international steht und dann vielleicht auch mal den Konkurrenten zeigen, dass man gut trainieren konnte. Und auch im nächsten Jahr hoffentlich, wenn wir Wettkämpfe wirklich stattfinden, dass wir dann auch dabei sind.